Und nun weiter Richtung Bus. Ich hoffe, wir schaffen es. Wenn wir so viele Vorbereitungen drücken, müssen wir es schaffen. Gut, wir werden als erstes gleich große Wache zaubern. Wenn wir mit Cloud dran sind, natürlich. Müssen wir mal gucken. Wir gehen jetzt zuerst auf. Oh, das sieht stark nach Cloud aus. Dann Feindes können große Wache. Limit, Satellitenstrahl, passt. Limit, Galianisches Biest. Ja, genau. Mach mal hier alle attackieren und gut ist. Mach viel Schaden, Barret. Boah, das ist okay. Vincent darf dann gleich erstmal alle heilen. Ja, könnte ein bisschen mehr Schaden machen, der Kleine, aber was soll's. Ah, dort nicht immer auf den Barret. Oh, es macht keinen Schaden. Okay. Hat er wahrscheinlich irgendwas, was da halt so gut ist. Alexander, mal bitte aufrufen. So, dann Feindes können weißer Wind erstmal. Weil Vincent kann anscheinend im Moment nicht normal heilen. Sie immer noch in diese Monsterform. Das kann schon mal problematisch sein. Ja, noch sieht es eigentlich relativ gut für uns aus. Wenn wir jetzt nicht den Fehler machen und zufällig eine Feuerattacke oder eine Eisattacke machen, dann wird das schon ganz gut. So, das macht Schaden. Ordentlich. So. Dann darfst du aufrufen. Hast du noch was? Nee, ne? Dann darfst du normal angreifen. Du darfst eine Limit-Attacke machen. Meteorregen. Limit ist iPhone Cloud. Schauen wir mal, ob das gut Schaden macht. Noch ein bisschen, ja, doch, doch. So. Schon schön. Dann Aufruf. Odin. Ah, los, mach hinne. Ups, was ist das denn? Wieso macht er denn jetzt eine Erdattacke? Das macht nicht so viel Schaden, alles gut. Mein Eisatem hier. Macht ein bisschen Schaden, aber auch nicht so viel. Angriff auf ihn hier. Dann schaut jetzt erst. Kurze Wache hier, ne? Ist mir sicher. Erst große Wache, dann weiter Wind. Ja, das ist echt so viel einfach mit diesen ganzen Fighters können, das ist unglaublich. Haben wir zwar nicht das Formalbüro bekommen, aber das ist jetzt auch nichts, was wir in den Bosskampf verwenden können. Und daher auch nicht so wild. Ja, das macht auch ordentlich Schaden. Das auch mal gesehen. So, Feindes können große Wache, damit wir das Schild aufrechterhalten. Dann so das normalen Angriff. Ups, okay, das geht nicht. Das geht erst dann. Dann heil uns erstmal. Wahrscheinlich nicht so lange da noch was drauf ist an Zauber. Aber was soll's. Kriegen wir auch hin. Was macht er jetzt? Donnerattacke. Oh, das macht Schaden, das macht Schaden, das macht Schaden, das macht viel zu viel Schaden. Na gut, dass wir uns jetzt verteilen. Ein bisschen. So, dann Feindes können große Wache auf jeden Fall.
gucken, ob es jetzt weiterhilft. Dann ist jetzt nur noch der Feuerkopf aktiv. Oh oh, er macht schon wieder den Donner-Attacke. Shit. Das kommt ein bisschen zu... Und wir überleben es nicht. Shit. Der Boss hätte... wäre down gegangen, aber wir haben es nicht überlebt. Ach, shit. Na, dann machen wir das Ganze halt nochmal. Gar kein Problem. Ich bin jetzt auch nur überlegen, ob wir halt bei Vincent erstmal die Limit-Attacke weglassen. Weil er fällt halt dann raus als Heiler und als Aufrufzauberer. Ich denke mal, das lassen wir erstmal weg. Erstmal. Bis er seinen Aufrufzauber durch hat und sowas. So, weiter. Steckplatz 1. Speicherstand 1. So. Jetzt nochmal hin. Nochmal den Typen in schwarzer Kutte da begegnen. Ja, er ist am Sterben. Wir wissen's. So. Die Bosskampfmusik ist schon da. Das ist schon mal schön. Haben wir schon lange nicht mehr gehört. Haben wir auch immer wieder gerne. So. Dann jetzt nochmal das Ganze. Als erstes mal wieder große Wache. Ja. Dann einmal Limit-Attacke, Satellitenstrahl. Dann Aufruf. Was hast du denn? Du hast Bahamut, das ist schön. Wir wissen ja, das macht auch ordentlich Schaden. Geklaut. Nee. Da findest du als nächstes nochmal heilen. So, ein Zauber. Nee. Aufruf. Ist noch irgendwas Schönes? Du hast Amo noch, du hast Alexander noch. Alexander erstmal. Amo bringt ja nicht so viel, glaube ich. Leider. Könnte ruhig ein bisschen mehr machen. Es liegt wahrscheinlich daran, dass einer der Aufrufzauber ist, wenn man so am Anfang, Anführungszeichen bekommt. Und sowas Bahamut halt ein bisschen später. Daran wird es wahrscheinlich liegen. Einmal mit Ohrringen. Dann Zauberheilung auf alle. Dann Feindeskönnen. Mach mal. Ah ne, du hast ja noch einen Aufrufzauber, du kannst ja noch Odin beschwören. Ist hier noch irgendwas? Kreata? Kreata ist kacke, weil es macht ja Feuer, Erde, Blitz und noch was. Eisattacke und das heilt den Boss. Ja, das wollen wir nicht. Ach ja. Ja, das hat auch wieder ordentlich Schaden gemacht, definitiv. Mal Odin beschwören. So, er macht hier seinen Heilzauber jetzt. Ich will normal angreifen. Und dann macht so Münzen, da bringt sich dann Regeneration. Das macht nämlich, dass wir Lebenspunkte über Zeit dann immer wieder hinzubekommen. Das ist nicht verkehrt. Und schieß. Schieß dein Speer, ey. Und fall runter. Dazu. Ein bisschen mehr Schaden machen, oder beziehungsweise auch beide Schaden machen. Das macht wieder Schaden, das mag ich nicht. So, einmal Regeneration. Einmal Feindeskönnen, weißer Wind. Macht mit viel Heilung, aber halt ein bisschen. Und einmal Donnerattacke. Weil der eine Kopf halt kaputt gegangen ist.
Und dann müssen wir nur noch die zweite Donnerattacke überleben. Dann machen wir hier weißen Wind. Dann Zauber, Heilung auf alle. Alles können. Abfallung, versuchen wir mal. Du darfst nochmal angreifen. Zauber, Heilung auf alle. Und dann nochmal Erdbeben. Das macht aber viel Schaden. Das können große Waffe haben wahrscheinlich nicht mehr drauf. Nee. Aber da geht dann der zweite Kopf tot. Und werden wir es auch überleben? Ja, wir überleben es. Yeah! Endlich haben wir diesen Scheißboss geschafft. Endlich! Oh, mit ein bisschen Verluste, aber da muss man halt durch. Gehen wir schnell zurück und speichern kurz ab und regenerieren uns. Sicher ist sicher. Einmal kurz. Nein, nein, nicht im Kampf. Nein! Nein, auch noch dieser Scheißdrache. Nein, nein, nein! Shit. Shit, 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 shit. Wir dürfen mich verrecken, dürfen wir diesen Bosskampf nochmal machen. Oder ich zumindest, weil das schneide ich euch dann raus und ja. Werde dann quasi nach dem Bosskampf, wenn ich den dann nochmal machen muss, tatsächlich wieder einsteigen in das Play. Ja, und jetzt wird Barret sterben wahrscheinlich. Objekt. Einmal Königsfeder. Laufen, es bringt irgendwas. Aber noch nicht, aber man kann es mal versuchen. Drachenkraft. Was ist denn Drachenkraft? Okay. Königsfeder. Auf den anderen. So, Zauber. Leben. Nein. Machen wir einen normalen Angriff. Das können große Wache vielleicht oder auch nicht. Doch, geht gerade so. Ein Objekt überschmeißen, einmal den Trank. Nein, das war der falsche Shit. Ach, okay, er ist down. Ich will den Bosskampf nicht nochmal machen. Objekt Phönixfeder. Auf den Kraut. Objekt. Viehtrank. Eines Kräuter. Große Wache. Nimmel. Satellitenstrahl. Shit. Macht einen Schaden. Ja, nochmal auf den Kraut. Nee, auf den Barret. Okay. Los, mach bitte viel Schaden und töte ihn. Bitte, 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 bitte. Er ist noch nicht tot. Objekt, bring ich wieder auf den in der Mitte, den Vincent. Eines können weißer Wind. Und. Nein, 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 mach keinen Flächenschaden, mach keinen Flächenschaden. Shit, er macht Flächenschaden. Nein! Okay. Dann würde ich sagen, wir sehen uns dann nochmal wieder, nachdem ich den Bosskampf dann nochmal gemacht habe. Yay! Toll! Und wenn ich mir dann regeneriert habe und gespeichert habe, sehen wir uns dann wieder. Bis dahin! So, da bin ich wieder. Habe jetzt mich aufgefüllt, nochmal abgespeichert, der Boss ist tot. Und jetzt gehen wir mal da endlich hin, was da hinter dem Boss quasi liegt.
Das können wir uns ja jetzt endlich mal angucken. So, hier haben wir jetzt nochmal so eine Klippe. Ich kann jetzt auch wieder lang düsen klettern. Kann man hier ranklettern? Kann man hier irgendwo ranklettern? Ich laufe hier so langsam, er läuft so vor sich hin, ne? Aber er läuft so langsam. Keine Ahnung. Da kann ich ran, ja. Sehr schön. Klettern wir und klettern wir und klettern wir. Er ist der langsamste im Klettern, definitiv. Es gibt niemanden, der so langsam klettert wie er.